Leichter Gegner für Leighton Hewitt in Runde 1. Er traf auf Arnaud Di Pasquale, einen Franzosen, mittlerweile nur noch auf Rang 397 der Welt, über ein Jahr aus dem Geschäft. Rückenprobleme mit einer Wildcard, hier am Start zum 6. Mal in Paris dabei. Erster Satz schnell mit 6:0 an den Australier, dann biss sich Pasquale in dieses Match. Zwang Hewitt in den Tiebreak des 2. Durchgangs, dann die 2:0 Führung. Den Australier. Problem für ihn, er kann solche Matches nie schnell beenden, wenn der Ball eben auch nur lang reinspielt und wenn der Gegner mitspielt und läuft und kämpft, dann dauert es eben seine Zeit. 2001 hier in Paris auf der ungeliebten Asche bis ins Viertelfinale gekommen, immer mit der Hoffnung auf ein besseres Jahr. Am Sonntag Vize-Weltmeister mit der Mannschaft beim ARAG World Team Cup in Düsseldorf. Im dritten Satz der 25 Jahre alte Franzose mit den besten Szenen kommt zurück. Dann schon ein gewohntes Bild, die Behandlung vom Physio, schwere Beine. Letzte Woche als Qualifikant in Casablanca dabei. In Runde 1 raus ist ein weiter Weg zurück für Pasquale. Immerhin 4 Sätze ringt er Leighton Hewitt ab. Der steht in Runde 2.